Hast du schon mal Paartherapeut, Soziologe und so weiter und so fort? Und heute mal die schöne Frage: Kann ich in Berlin die Liebe finden? Ja, natürlich. Lieber Christian, ausnahmsweise mal keine mehr mit einem toxischen Beziehungszyklus oder Dreieck. Und deine fucking Kurse habe ich auch schon gemacht. Es geht um Folgendes und vielleicht hast du ja Lust, es zu thematisieren. Ich wohne nun seit 4 Jahren in Berlin, bin 40 und geschieden und versuche nun seit mehreren Jahren einen neuen Partner zu finden. Schon mehrere Malen habe ich nun Aussagen gehört wie, ach, und das ausgerechnet in Berlin oder in Berlin, da kann sich aber auch was gefasst machen. Und in der Tat habe ich nicht den Eindruck, dass hier die bindungswilligen männlichen Singles an jeder Ecke stehen. Wahrscheinlich liegt die Betonung auf bindungswillig, weil männliche Singles gibt es bestimmt genug. Wir scheinen mir in der Tat Dauersingle sein hin. Ja, hier scheinen wir in der Tat Dauersingle sein, suche nichts Festes oder irgendwelche Polyamoren und sonstigen Konstellationen vorzuherrschen. Ja, also das Eindruck habe ich auch, dass es zunimmt. Im Online-Dating, was ich auf deinen Rat hin ohnehin nicht mehr mache, hat der Berliner hunderte Möglichkeiten, was vielleicht auch nicht gerade beiträgt, zu festen Beziehungen zu kommen. Ich mag Berlin und lebe gern hier, aber hätte ich es woanders leichter. In einer bayerischen Kleinstadt vermute ich mehr Bindungswillige. Ja, Frage an euch, was sagt ihr? ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Sicherlich geht es vielleicht in der bayerischen Kleinstadt noch ein bisschen, ich sage es mal bewusst, werteorientierter zu. Manche würden vielleicht konservativ sagen. Andererseits ist da natürlich, gibt es weniger Leute und vielleicht daten sie sich auch eher unter sich, ne? Und die Leute, die sie aus mit denen sie aufgewachsen sind, so, ne? Berlin ist halt das Gute, du kannst da hinziehen, da sind irgendwie fast alle zugereist, irgendwie so. Und du hast in Berlin natürlich viel größere Auswahl, so, ne? Und in Berlin hast du halt noch viel mehr Möglichkeiten mit, hier, wie heißt das, diese ganzen Hobby-Apps, ne? Also diese, ja, wo man sich treffen kann für alle möglichen Aktivitäten oder sowas wie nebenan.de oder da gibt es ja ohne Ende irgendwie und fallen die Leute ja übereinander, also die türmen sich da ja regelrecht, was natürlich auch für Offline-Dating mehr Möglichkeiten. Nehmen wir mal, sagst du jetzt, Mensch, in der Kunstausstellung, da laufen die richtigen Leute für mich rum, müsstest in der bayerischen Kleinstadt erstmal eine Kunstausstellung finden, ne? Wenn du verstehst, wie ich es meine. Aber andererseits stimmt natürlich, das ist halt dieses Marmeladenphänomen, wie ich das immer nenne. Das macht sich unbedingt besser, wenn du statt 2 Erdbeermarmeladensorten auf einmal 100 hast. Es macht es nicht besser, sich zu entscheiden. Und glaube, wenn man jetzt noch Online-Dating mit dazu packt, dann würde ich auch sagen, je größer die Zahlen, das kann sich auch negativ auswirken, ne? Aber nun kann ich ja nicht einfach in eine bayerische Kleinstadt ziehen. Also das so schön Bayern ist, aber so ohne Not. Also wenn man wegen der Landschaft und so alles hierher zieht, auch die Leute sind total nett. Ich mag die echt super gerne. Aber du musst doch erstmal reinkommen, so, ne? Und das ist echt schwierig hier. Nicht unmöglich, aber überhaupt nicht. Aber echt schwierig, ne? Weil man, das wäre vielleicht in einer, weiß ich nicht, Sachsen-Anhalt, Kleinstadt vielleicht auch genauso oder überhaupt in einer Kleinstadt, weiß ich nicht. Aber ich würde es nicht machen, wegen einen Partner zu finden hier. Also das würde ich, also wenn du es jetzt wegen der wunderschönen Landschaft hier machst oder so, kann ich verstehen. Ich kann auch diese Denke so verstehen. Ich finde auch, weil Berlin ist auch, ist natürlich auch sehr stadtteilabhängig, ne? Also was ja in Mitte bin ich ja meist gar nicht mehr das Gefühl, dass du überhaupt irgendwie, ich sag, in einer deutschen Stadt bist. Da ist ja, also in meinem Alltag wird eigentlich fast durchgängig Englisch geredet, so überall Cafés, wie jetzt in so einer Fußballtruppe, da kommt man gar nicht, da sind so viel, aus so vielen Ländern Leute drin, da musst du Englisch reden. Und das ist, ja, ist auch cool irgendwie und manchmal auch ganz schön viel so vielleicht und auch vielleicht zu hip oder zu laut, also das kann ich, und es kann aber, wenn in Neukölln wohnst, ist wieder eine ganz andere Chancen und Problemlagen oder in, was weiß ich, sucht euch irgendeine andere Stadt dann aus. Also insofern, also Berlin ist ja wie 20 Städte, also
Kann man, glaube ich, auch nicht über einen Kamm scheren. Also ich würde mir immer wieder sagen, egal wo ich bin, es gibt immer eine Chance, jemanden zu finden. Und wenn es viele Leute gibt, habe ich mehr Auswahl. Wenn es wenig Leute gibt, sind die wenigen Leute auch nicht so wählerisch. So, ne? Und das ist wirklich, da jetzt daraus abzuleiten, was besser oder schlechter ist, boah, finde ich echt schwierig. So, ne? Aber ich würde vielleicht eher vor Ort überlegen, was habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, irgendwie, anstatt jetzt deswegen umzuziehen. So, ne? So schön Bayern auch ist. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.